Einen schönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu They Are Billions. Und ja, ich bin ja nochmal im Forschungsmenü. Ihr seht es ja, ich wollte mich nochmal schlau machen, was ich denn überhaupt freigeschaltet hatte. Wichtig war mir, glaube ich, die Holzverarbeitung. Projektile, ihr seht, die Angriffsstärke plus 20 auf Jäger. Jagdhütte plus 20% und einen zusätzlichen Scharfschützen am Anfang der Mission. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Holzstützpfeile haben wir. Wir haben Barrikaden. Bin ich mal gespannt. So, wir fangen ganz oben an. Ich hatte ja gesagt, wir starten heute wieder mit den Dörfern. Wir haben ja drei, die wir jetzt wieder zurückgewinnen dürfen. Wir starten einfach mal ganz oben im Norden, weil ich denke mal, wir sind ja von den Schwierigkeitsstufen relativ gleich. Gucken wir mal die Raben. Die Rabenminen. Auf diesem vulkanischen Ödland mit spitzen Felsen befinden sich die alten Goldminen. Oh, Goldminen. Welche vor ewiger Zeit verlassen wurden. Nur das Gekrächze der Raben bricht das Schweigen dieser staubigen Ländereien. Er richtet eine große Kolonie und nutzte die Minen, um eine ausreichende Goldzufuhr für das Imperium zu sichern. Es gibt viele Zugänge zwischen den Minen und den Gebirgen. Eine starke Verteidigung ist an allen Zugängen notwendig. Toll. Koloniebevölkerung 700, Goldproduktion 2000, Niederlage. Zeit für den Abschluss der Mission 77 Tage. Die Kommandozentrale darf nicht infiziert oder vernichtet werden. An allen... starke Verteidigung. Oh, toll. Das kann ja was werden. An allen Ecken und Enden brauchen wir eine starke Verteidigung. Ja. Lassen wir mal gucken. Wollen wir mal schauen? Die Dörfer sind jetzt auf jeden Fall eine Ecke schwerer. Mal gucken, wie schwer sie werden und wie oft ich diese Mission spielen darf. Aber wir haben Sniper. Geil. So, einmal kurz auf Pause. Ich will mich mal kurz umschauen, sodass es alles gleich geblieben, denke ich mal. Das ist auch alles gleich. Da gucken wir gleich. Wir haben natürlich Kaserne, haben wir noch da. Das ist eigentlich auch alles gleich. Und was haben wir hier? Haben wir nichts. Doch, Schreinerei haben wir. Aber der 10, Holz 40, Gold 500. Erlaubt die Entwicklung von komplexen Konstruktionen ausholen. Und vor allem hier, guck mal hier, sind gleich Zombies in der Nähe. Da, gleich Zombies in der Nähe. Heilige. Und was ist da drüben? Das ist einfach... Achso, das ist einfach nur Gold. Eisen, Gold, Gold, Gold. Okay. Ja, gut. Dann würde ich doch mal sagen... Schauen wir mal. Das war es nämlich schon wieder. Holz wird gleich produziert. Wir müssen aber erstmal ein paar Leute ranholen. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, ich weiß nicht, ob wir die jetzt vielleicht mal auf Verfolgen schicken sollten. Dass wir erstmal die nächste in ihrer Umgebung erstmal gleich knacken müssen. So, Tag 19 oder in 19 Tagen kommt die Horde. Geil, auch wie der Sniper überhaupt nichts zu tun hat. Weil dann schon meine Jäger schon alles weggeknackt haben. Attention, attention. Mal gucken, wann der Zug gleich kommt. Da haben wir schon mal die erste Goldreserve, ne? Ja, wir müssen erstmal hier so ein bisschen, glaube ich, das... Nähere Areal erstmal ein bisschen safen. So. So, okay. It's a nice day to die. It's a nice day to die. So, dann schicken wir die erstmal wieder zurück. Weil hier haben wir überall noch Zombies. Da müssen wir echt mal gucken. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo schicken wir die? Den lasse ich erstmal hier stehen. Und lassen den erstmal hier die Stellung halten. Ich will hoffen, dass er schon aufräumt. Ich würde eigentlich ganz gerne erstmal die nähere Umgebung so ein bisschen säubern, weil sonst füttert hier nämlich nichts. So, pass mal 11. Dann können wir nämlich gleich mal... So, hier haben wir 12, da haben wir 11. 8... 7. Dann machen wir gleich mal. Kommen wir da auch nochmal hin? Ist ja. Haben wir gleich zweimal Holz.
Müssen wir echt, echt absichern. Doch, du solltest eigentlich auch mit hin, nur. Eigentlich solltest du auch mit hin. Wir müssen euch ein bisschen Gas geben. Und achso, Essen müssen wir natürlich auch noch haben. Können wir nur gerade nicht, weil wir nicht genug Gold haben. Okay, gut. Hä, wir haben nicht genug Gold? Ich wollte gerade schon sagen, hä? Wieso denn, warum haben wir nicht genug Gold? So, 16. Dann bauen wir hier drüben auch gleich noch einen hin. Dürfen wir nicht, weil wir keinen... Hä, wir haben... Achso, da war ich noch nicht im safen Bereich. Okay. 16, da. So, wie gesagt, ich würde mich ganz gerne relativ zügig die Zombies hier killen. Ja, hier ist, scheinen noch ein paar mehr Zombies zu sein. Gut, ich ziehe mich erstmal wieder ein bisschen zurück. Und würde eigentlich ganz gerne, so die behalten wir erstmal hier. So, wo gehen die jetzt hin? Die gehen nach da, okay. Nein, die soll doch... Erstmal vielleicht den nächsten Bereich erstmal so ein bisschen klar machen. Nicht alles, aber dass wir vielleicht erstmal die Massen zum Beispiel in Kraft kriegen hier. So, den Sniper lasse ich erstmal hier. Den packe ich mal da. Und sage, auch hier Stellung halten. Na, guck mal hier, da. Da kommen sie nämlich schon. Okay. Gut, das wird also nichts. Die müssen einmal da lang. Und dann müssen wir einmal patrouillieren. Den Weg. So. Wo sind die anderen denn hin? Hallo? Wo sind die anderen denn? Hallo? Warte mal. Stopp. Ach, da sind die. Ein Glück. Oh, ich dachte schon, Alter, wo sind die jetzt hin? Boah. Gut, okay, pass auf. Dann schicken wir die erstmal dahin. Und dann machen wir nämlich gleich eine Patrouille. Da oben. Boah, dachte schon, alter Schwede. Alter Schwede. Gut, ein bisschen noch erweitern. Am besten nach hier oben, weil nämlich hier Wasser ist. Da können wir nämlich da auch gleich einen Fischer hinbauen. Und... So. What's up? Any infected around? So, ich ziehe mich mal kurz zurück. Weil hier laufen nämlich schon wieder Zombies rum. Deswegen habe ich einen Sniper erstmal hier gelassen. Ach so, ja stimmt, die hatte ich hier laufen lassen. Die hatte ich erst hier stehen, jetzt läuft sie hier auf Patrouille, richtig genau. Muss man das selber erstmal wieder erklären, was sonst. Gotcha. So. Wir brauchen... Gut. So, da können keine Zombies da kommen. Hier können sie durchkommen. So, hier bleib mal bitte hier. Du bleibst, kommst hier hin. Dann läufst du Patrouille. Bis, sagen wir mal, bis hier. Und die packen wir mal hier. So, dann haben wir hier eine Absicherung. Also hier haben wir eine Absicherung. Hier haben wir eine Absicherung. Da holen sie sich die. Okay. Hier haben wir eine Absicherung. Und hier oben haben wir eine Absicht. Hat hier aber noch eine Not hier noch raus. Und zwar die, dass ich von hier aus laufen. Und die lasse ich einmal bis da laufen. Weil ich glaube, hier ist das größte Problem. Wobei, hier können wir natürlich nachher noch die Wachtürme setzen. Was können wir... Können wir noch machen? Wir brauchen Arbeiter und Stein. Stimmt, Stein brauchen wir erstmal. So, das ist dürfte
Nee, Gold ist das nicht. Das müsste Stein sein. Ist das Stein hier? Mal weiter eins. Gut. Das habe ich erstmal vernachlässigt. Ich muss erstmal sehen, dass ich hier erstmal ein paar Leute rankriege. Essen, 14 Energie. Gut. Die packen wir hier. Und dann sagen wir hier mal Stellung halten. Der hält ja auch die Stellung. Obwohl das eigentlich hier vorne mehr Sinn machen würde. Building complete. Hier müssen wir uns auch mal hin entwickeln. Ich bin fast am überlegen, ob ich hier den einen Jäger noch hier vorne mitlaufen lasse. Ich glaube, das mache ich auch mal. Vorsichtshalber. Und zwar ist da. Dass wir den Bereich doppelt absichern. Okay. Es läuft. Das ist okay. Stein. Das muss ja Stein sein hier, ne? Kommen wir natürlich noch nicht ran. Da. Weiß nicht, hier war ja nichts, glaube ich. Sieht zumindest nicht danach aus. Brauche ich hier noch einen? Komme nämlich dann ins Wasser ran. Attention, attention. Oh, da brauchen wir einen kleinen Augenblick. Das ist natürlich immer so die gefährlichste Situation. Wenn einer von den Patrouillen stehen bleibt, weil er einen Zombie abknallen will. Oder wegkniften will. Und in der Zwischenzeit ist natürlich hier nichts bewacht. Deswegen macht es vielleicht auch schon Sinn, immer doppelt und dreifach hier abzusichern. So, das können wir mal 16. Können wir hier auch schon was bauen? Nee, da dürfen wir nicht. Dann bauen wir hier jetzt einen Schmannfischer hin. So, Energie können wir auch schon mal sehen, dass wir... Brauchen wir noch Arbeit dafür. Gut. Dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht. Okay, dann machen wir es auf der anderen Seite. Mehr Arbeit, Essen brauchen wir natürlich, aber dafür haben wir auch gleich einen Fischer schon. Attention, attention. So, Arbeiter 4, die sollten wir eigentlich gleich kriegen. Attention, building completed. So. Attention, building completed. Ups. Deswegen doppelte Absicherung. Die können sich gegenseitig helfen. Und deswegen habe ich hier noch den Sniper. Ich weiß nicht, das wäre mal schön zu wissen, in welchem Radius der Sniper aktiv ist. Das wäre mal ganz nice. So, Stein müssen wir natürlich haben. Eisen haben wir so eingesammelt. Plus 22 Holz. Goldproduktion 2000. Also da müssen wir hier auf 2000 kommen. Müssen wir hier auf plus 2000 kommen oder müssen wir... auf plus 2000 kommen oder müssen wir das hier auf 2000 kommen? Bei Lagerkapazität haben wir halt 2000. Verfügbare Reserve 1782, Kommandozentrale plus 200. Ich denke, wir müssen hier auf plus 200 kommen, ne? Na, schau. Gucken wir mal ein paar Leute. Sehr schön, dann können wir nämlich uns jetzt wahrscheinlich auch Stein leisten. Können wir noch nicht. Ah, da haben wir zwei. Die würde ich ganz gerne, weil hier kriegen wir 7. Da kriegen wir nichts. Okay, dann brauche ich noch so einen Tower. Vielleicht hier vorne hin und dann können wir gleich nochmal so eine Windmühle nochmal hinzimmern. Die brauchen wir auf jeden Fall auch gleich schon mal. Die vielleicht hier so. Mal probieren. So. Das ist okay. Können wir hier vorne gleich mal gucken, ob wir da noch
Essen haben. Ah, okay, das wollte ich zwar nicht, aber ist egal. 26. Ist schon. Attention. Building complete. Dungeon, Attention. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir den Bereich absichern, ne? Also hier können wir zumachen, das passt. Hier können wir zumachen, da passt es auch. Hier müssen wir zumachen. Hier müssen wir zumachen. Brauchen natürlich mehr Holzproduktion. Wobei, wir können natürlich auch schon so ein bisschen damit anfangen. Muss ja nicht jetzt nicht so lange warten. Dann würde ich auch mal sagen, machen wir gleich hier. Nur das auch. Quer geht natürlich nicht. Hätte ich auch jetzt nicht so erwartet. Da ein Tor. Bauen wir. Hier noch ein Tor hin. So, bauen wir da noch eins hin. Da eins hin. Bauen wir hier auch noch eins, aber es wäre eigentlich schöner, wenn man hier. Müsste ich hier eigentlich hier bauen. Die Rundungen sind blöd. Wir müssen uns erstmal hin entwickeln. Das wird, glaube ich, nichts. So, da haben wir natürlich schon ein bisschen was. Oh, guck mal, da greifen sie schon an, die Schweine. Aber hier schon mal zu. Hier darf ich nichts bauen. Warum darf ich nichts bauen? Achso, weil da kein Dingenskirchen ist. Verstehe. Das können wir nachher auch entspannt abreißen. Darf ich nicht bauen, weil ich kann. Das ist keine tollen Verteidigung, aber ich denke mal, fürs Erste sollte das reichen. Also das natürlich jetzt noch nicht. Wir müssen gucken, dass wir das noch verstärken und sowas, ne? Wir haben auch diese Spikes hier noch nicht, so wie ich das sehe. Natürlich auch nicht so schön. So, überall noch so ein Dingenskirchen hin. Ein Holz. So, einmal reparieren. Daran sehr gut. Soll ich das sehen? So, dann brauchen wir einmal. Ne, Sägemühle nicht, sondern wir brauchen nochmal Holz. 30, okay. Wenn wir gleich Stein abbauen können. Dann sparen wir nochmal einen Augenblick. 25. Dann haben wir gleich Holz. Steinbruch. Können wir nämlich doch gleich ein bisschen drauf sparen, dass wir gleich eine Kaserne bauen können. Aber ich würde schon ganz gerne, bevor an Tag 19 nachher die Horde kommt. Hätte ich schon ganz gerne eine schlagkräftige Armee. Das wäre schon mal ein Vorteil. Würde ich mir jetzt mal so behaupten. So. So. Dem Stein, das ist schon mal gut. Ist eigentlich sonst noch irgendwas in der Nähe, noch unmittelbar? Da ist, glaube ich, nichts. Aber das reicht ja auch erstmal, um zumindest eine Armee erstmal aufzustellen. Das passt schon. So. Gucken, dass wir hier noch so ein Türmchen hinstellen. Dann haben wir hier nämlich noch ein bisschen mehr Platz. Ah, ne? Wieder nix. Holz. Auch noch mehr Holz. Wir müssen noch mehr Holz produzieren. So. Machen wir sonst erstmal noch ein paar Türmchen. Attention. Building completed. So, hier würde ich. Achso, hier muss ich noch expandieren am besten. Und hier werden wir nachher auf jeden Fall auch noch einen der Jäger noch einsetzen. Oder zwei oder keine Ahnung. Weil den Bereich, den können wir eigentlich so verteidigen. Da müsste eigentlich die Sichtweite reichen, damit wenn wir da einen hinsetzen und da einen hinsetzen, dass es funktioniert. Da ist schon ein Turm, aber das bringt uns erstmal nicht weiter. So. Oh, hier können wir gleich aufdoppeln. Und mal, du kannst gleich mal dahin gehen. So.
Müssen wir nur den Bereich hier oben nochmal so ein bisschen verteidigt kriegen. Mal bis hier ziehen. Was können wir denn da schon machen? Da würde ich die Mauer ziehen. Dann packe ich das mal dahin. Und dann setze ich noch hier den Tower hin. Schon hier so rüber. Ja. Und hier unten brauche ich noch einen. Es war hier an der Seite ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ich brauche das hier, damit ich hier rüberkomme. So, kann ich noch... ne, kann ich momentan, kann ich gar nichts. Achso, weil mir noch Arbeiter fehlen. Gut. Essen müssen wir natürlich auch noch gleich noch machen. Building completed. Hier müssen wir vor allem auch noch zumachen. Das ist auch nochmal echt wichtig. Und hier müssen wir auch noch zumachen. Ah, da fehlen mir natürlich jetzt wieder ein bisschen Stück hier Mauer fehlen. Es war erstmal nur Holz und es ist erstmal nur einfach, aber ich denke mal, für die einfache Verteidigung reicht das auch. Ne? Jo, und dann brauchen wir hier noch ein Tor. Ah, sehr gut. Dann können wir nämlich da nämlich noch was setzen. So wollte ich das. Und da kommt der Turm hin. Dann bauen wir nämlich da noch einen Turm. Ist klar. Weil dann können wir nämlich so langsam uns die Patrouille sparen. Die müssen noch. Müssen noch den Bauer ziehen. Dann können wir die Tante. Ich kann mal da hinsetzen. Und dich setzen wir mal da. Ich hoffe, dass es vom Abstand hier reicht. Ich weiß noch nicht, das werden wir hier gleich sehen. Du kannst eigentlich nur dahin gehen. Machen wir nämlich hierzu. Und hierzu. Sehr schön. Dann brauchen wir auch noch gleich ein bisschen Holz. Das kriegen wir gleich hin. Hier werden wir Probleme haben. Würde ich auch ganz gerne noch ein paar Türme bauen, aber gut. So, Holz. Können wir hier noch irgendwo Holz anbauen, abbauen? 9, 12, 15. Oh. Hier nochmal 12. Vielleicht muss ich auch was abbauen, ne? Oder hier vorne. 7, 10. Was hier? Ist dann nichts weiter. Also das, den Part kriegen wir verteidigt. Okay, den Part kriegen wir auch eigentlich überwacht. Den Part kriegen wir überwacht. Den Part kriegen wir überwacht. Hier ist auch kein Problem. Aber hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was bauen. Vor allem mehrere Türmsche. Das sollte eigentlich reichen. So, natürlich dann noch Mauern noch dazu. Walls are under attack. So, halt. Wo haben wir jetzt... ich können wir auch mal hier parken. Wo ist jetzt eigentlich meine andere Soldatin? Wo ist die denn jetzt gerade hin? Die andere Jägerin, die gerade noch rumlief. Trying to break through. Wo sind sie denn? Da oben sind sie. Also. What's up? Any infected around? Attention. Building complete. Sure. Train has arrived at the station. Okay. Gotcha. Packen wir den erstmal hier hin. Ach, die kann da durch. Okay, dann wenn die da durch kann, kommen die Zombies auch durch, oder nicht? Nee.
Nee, komm noch nicht durch. So. Na, wenigstens der Sniper hat es im Griff. Das finde ich schon mal gut. Das Sniper, da haben wir einen verteidigt. Da haben wir einen verteidigt. Da haben wir einen verteidigt. Da. Das sieht gut aus. Hier sind so ein paar mehr. Warte mal, dann tauschen wir einmal durch. Machen wir das so. Den so. Dahin. Dahin. Ups. Und tauschen wir einmal durch. Hier sind nämlich ein paar mehr. Dann kann nämlich der Sniper sich da ein bisschen austoben. So, das sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus, was wir hier gemacht haben. Einmal reparieren. Dann, ah, Kaserne, sehr gut. Ja. Bauen wir einmal hier die Kaserne. Zwei Essen. Das heißt, wir müssen sowieso erstmal wieder sehen, dass wir Leute rankriegen. Und Strom. Essen. Essen. Essen ist zum Vergessen. So, 7. Ja, komm. Bauen wir hier auch mal. 4. Ja, gut, ist nicht so prall, aber 4 Punkte sind 4 Punkte. Hier haben wir irgendwo gerade 16. 15, 16, 15, 16. Ich bleibe noch mal. So, Energie brauchen wir noch. Arbeiter 4. Nahrung 4. Gut, Nahrung 4 brauchen wir gleich. Ja, das ist es nämlich. Da ist der Zombie. Geht hier gerade was los, oder? Achso, die greift sie trotzdem an. Alles klar, dann ist sie ja doch im Radius. Alles klar. Die hat sie nur nicht gemacht, weil sie erstmal einen anderen bearbeitet hat. Ja, alles klar. Gott, dann können wir gleich Soldaten ausbilden, das läuft. So, reparieren. So, dann machen wir einmal Strom. Dürfen wir nicht, weil wir noch nicht genug Arbeiter haben. Essen haben wir jetzt aber. Da einen hin, da einen hin. Da passt das nicht. Da auch nicht. Läuft. Okay, da fehlt uns wieder Energie. Essen fehlt uns natürlich auch wieder. Aber hier oben können wir vielleicht noch einen Fischer hinbauen. Ah, ne, dürfen wir, können wir noch nicht, aber. So, zack, zack. Wollen wir gleich hier noch so ein Ding hin. Was ist das denn? So, sehr schön. Hier sollten wir auf jeden Fall dann noch ein bisschen verbreitern. Ich habe so das Gefühl, dass sie aus dieser Richtung kommen. Oh, wir sind ja schon Tag 14. Okay, gut. Scheiße. Ganz offiziell Kacke. Dann sollten wir mal mit der Ausbildung so langsam anfangen. Ich habe total rumgeasst mit der Zeit. Okay, schön. So. Ich brauche unbedingt... Unbedingt... Energie. So, Energieessen brauchen wir. Haben wir hier oben... 20, sehr gut. So, da haben wir nochmal 20. Dann brauchen wir nochmal... Dürfen wir, kriegen wir momentan nicht. Eisen bräuchten wir eigentlich. Eigentlich. Boah, Alter. Das ist Schwede. Das ist... 19 Tagen und wir sind schon Tag 14. Schön. Ganz toll. Ganz toll. Null Energie. Gut, haben wir aber gleich. Ist gleich fertig, unsere Mühle hier. So, dann brauchen wir noch Essen, ganz dringend. Wie gesagt, kommen wir nicht ran, weil uns eine Energie fehlt. So. Hier vielleicht 7. 11. 11. 9. 9. Brauchen Soldaten hier, massig. Ah, kriege ich jetzt hier nicht. So, dann brauchen wir natürlich noch Soldaten. So.
Attention, attention. So, einmal, dann brauchen wir hier noch ein paar mehr. Ey, da verpenne ich noch fast die Horde, ey, das gibt's doch nicht. Mann, 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 Mann. So. Building completed. Attention. Building completed. Oh. Jetzt müssen wir weiter gucken. Building completed. Ist natürlich auch die Frage, wo sie konkret angreifen, ne? So, wir sollten auf jeden Fall nochmal aufdoppeln. So, einmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn sie von dort aus kommen. Darf ich nicht? Warum darf ich nicht? Weil da schon was steht, oder? Mach ich das mal weg, wenn ich das noch nicht darf. So, okay. Tatsächlich zu viel gesetzt. Oh, da ist aufgedoppelt, da ist in Ordnung. Hier doppeln wir natürlich auch mal auf. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf an der Stelle. Doch, darf ich. Sehr schön. Überall schon mal prophylaktisch aufdoppeln. Ah, hier haben wir nicht so viel die Möglichkeit aufzudoppeln. Sei denn vorziehen. Ich werde mal vorziehen, glaube ich. Hier dürfte ich. Okay. Ah, hier ist natürlich direkt eine Kurve. Ich weiß nicht, ob wir hier dann vielleicht nochmal vorziehen dürfen. Ja, guck mal, hier macht das nämlich ausgerechnet nicht. Das ist natürlich hier ganz schön Mist. Vielleicht hätten wir das Tor vielleicht mal eher hier hin so, mein Gott, hinbauen sollen. An dieser Stelle. Müsste ich aber so oder so machen. Ich glaube, das spielt keine Rolle. So. Dafür brauchen wir nochmal 40 Holz für diese Holzschmiede. Ach, guck mal, da sollten wir diese Holz... Holzschmiede sei schon. Was für ein Blödsinn. Ja, so ein Holzding muss ich nur hier hinbauen. Das mal gebacken kriegen. Tag 17. Das wird, glaube ich, eine ganz, ganz knappe Nummer. Wie immer eigentlich. Kommt natürlich auch drauf an, von wo sie jetzt angreifen, ne? Wird sicherlich auch eine relativ große Horde werden. Hätten von denen noch ein paar gebraucht, von den Soldaten. Aber hier war jetzt auch kein Metall in der Nähe, wo man hätte sagen können, so hier, ich mach die mal fresh da. Na gut, Hauptsache wir kriegen erstmal. Ich weiß auch nicht, wie groß die Horde ist. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ich will hoffen, dass sie von hier aus angreifen, weil da habe ich dann eher die Verteidigungschance allein durch die Tower. Und dann je nachdem, von wo sie angreifen, setzen wir auch den Sniper entsprechend ein, weil der kann nämlich auch noch ganz, ganz ordentlich wegknapsen. Aber jetzt erstmal bis dahin, erstmal ausbilden. Oh, wir brauchen noch mehr Essen. Mehr Essen. 13, 16, 17, 19. 19? War ein bisschen bescheiden gesetzt gerade. Hier vielleicht noch ein. Gut, hier haben wir natürlich schon alles. Haben wir vielleicht. Energie haben wir nicht genug. So. Attention. Building completed. Das packt nur. Ich bin gespannt, wa? Oh.
das was wird. Ja gut, ein paar Eisenleute können wir natürlich. Was fressen die pro? 2 Eisen. Okay, ich könnte jetzt also noch 4 von den Soldaten noch machen. Wir hoffen, dass die Zeit reicht. Dann könnten wir das vielleicht sogar gebacken kriegen. So, wir brauchen hier noch. Dürfen wir nicht. Da dürfen wir. Ja, das kriegen sie. Kriegt sie hin. Kriegt sie hin. So. Nahrung 1. Nahrung 1? Können wir hier noch einen zwischenbauen? Auch wieder zu viel verlangt. Gut, dann muss hier irgendwo hier noch irgendwo welche zwischensetzen. Haben wir noch irgendwo Bäumchen? Wir haben echt ein kleines Areal. Oha. Hier mal ganz zügig dahin. So. From the east. Gut. From the east. Also von hier müssen die kommen, ja? Okay. Also ich würde mir fast sagen, dass sie hier angreifen. Ich werde mal die schon mal hier hinrufen. Und ihr kommt dahin. Dich rufen wir mal damit hin. Dich packen wir mal da. Obwohl. Na, lassen wir erstmal hier. Gucken wir erstmal, was sich da tut. Ja. Schauen wir mal. Oh, das könnte hier knapp werden. Wir können hier natürlich auch zumachen. So, mal gucken, ob die tatsächlich von hier aus kommen. Sonst bauen wir uns nämlich hier auch gleich zu. Und die tatsächlich von dort aus angreifen. Weil hier die ganzen Schützen kann ich hier eigentlich nicht abziehen, weil die greifen mich hier immer ganz gerne auch an. Das wollen wir natürlich nicht. Die kommen tatsächlich von da. Okay. Also die werden hier angreifen. Die werden hier angreifen. Aber viel kann ich hier gar nicht machen. Ja gut, ich kann hier mal sporadisch so ein bisschen was. Nee, das wird nichts. Gut. Dann die. Mal dahin ziehen. Halt. So, pass mal auf, ob wir noch ein. Na, das werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Die packen wir mal hier hin. So, dahin. Oh, das wird. Okay, ihr wollt also dahin. Verstehe. So, mal gucken. Ja, wir können sie wenigstens mischen. Wir können, ja gut, so viele sind das jetzt auch nicht. Aber die Mauern halten sie auch gut auf. Und du bitte mal damit hin. Ja gut, das ist ja noch relativ entspannt. Achso, die nächste Horde kommt 33. Alles klar, verstehe. Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, wo wir mehrere Horden kriegen. Sehr schön. Puh.
Okay. Hütte. Viele. Gold, auf jeden Fall so. Das machen wir auf jeden Fall forschen als nächstes. So. Nicht. Nicht trennen. Dass sie sich nicht trennen, ist. Sollen die doch zusammenlaufen? Kann doch nicht so schwer sein. Kann doch eh nicht so schwer sein, oder? So. Reparieren. Okay. Ich hätte ganz gerne mal dich. Oder haben wir noch andere Soldaten? Nee, warte mal, dich nehmen wir mal. Du gehst mal da bitte mit hin. Gehst da mit hin. Und die greifen da an. Okay, alles klar. Gut. Mal ein bisschen aufräumen hier. Wir müssen das sowieso auch expandieren. Trennen. Die trennen sich schon wieder, die Bagaluten. So, sehr schön. Sehr schön. Gut, ich ziehe die erstmal kurz zurück, die Jungs und Mädels. Weil ich würde mich erstmal ein kleines Päuschen machen. Wir sind jetzt bei 42 Minuten. Ich denke mal, die 33 Tage, das wird zwar auch schnell genug kommen. Aber jetzt bringt uns das gerade noch nichts. So, ja. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal einen kleinen Cut, ein kleines Päuschen. Wir müssen mal sehen. Wir müssen uns eigentlich müssen wir so vieles. Eigentlich müssen wir sehen, dass wir zum einen brauchen wir noch Soldaten, dass wir vielleicht nochmal so einen Trupp rumschicken können, dass wir vielleicht bis Tag 33 jetzt noch das ganze Areal geklärt kriegen. Bei mir ist auch das ganze Gold und so der ganze Tünnaf. Da müssen wir auch noch ein bisschen Gas geben. Dass wir das auf jeden Fall machen. Wir müssen natürlich noch auf die Tag 33 heute vorbereiten. Also brauchen wir hier auf jeden Fall auch noch Platz und Soldaten. Müssen wir mal sehen, vielleicht bis hier vorziehen oder sowas. Und hier müssen wir auch vor allem den Platz eher nutzen. Hier ist auch noch Wald. Also hier kann man das eher noch nutzen. Das Areal. Ja gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt mal ein kleines Päuschen. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Mal gucken, wie es weitergeht und wie viele Horden da noch kommen mögen. Kann auch sein, dass da zwei Horden kommen, weil wir hatten ja Schwierigkeitsstufe 2. Vielleicht kommen da auch gerade zwei Horden. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Und ja, wir haben ja auch noch Aufträge zu erledigen. Wir müssen ja plus 2000 Gold noch erwirtschaften. Und wir müssen ein eine Goldproduktion von 2000 haben. Und eine Koloniebevölkerung von 700. Und das innerhalb von 77 Tagen. Ja, das wird schon etwas eng werden. Naja, gut, dann seid mal gespannt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.